Nur noch ein paar Tage, dann kann man die heiß erwartete Serie The Punisher aus dem Hause Marvel auf Netflix abrufen. Während ihr euch also noch bis zum 17. November 2017 gedulden müsst, durften wir die erste Staffel bereits vorab sehen und verraten in unserer Kritik zu Marvels The Punisher, ob die Serie einschlägt oder man seine Erwartungen etwas zurückschrauben muss. Jon Bernthal, The Walking Dead, The Wolf of Wall Street, wird, wie in der zweiten Staffel Daredevil, die Hauptrolle bekleiden und als Frank Castle aka The Punisher zu sehen sein. In weiteren Rollen treten Ben Barnes, Jason Amore, Ebon Mosbach, Michael Nathanson, Jaime Reinefmann, Amber Rose Riva, Paul Schulze, Daniel Weber und Deborah Anwol, Karen Page aus Daredevil, auf. Inhalt: Nach seinem Rachefeldzug gegen die Mörder seiner Frau und seiner Kinder deckt Frank Castle, Jon Bernthal, eine Verschwörung auf, die weit über die kriminelle Unterwelt New Yorks hinausgeht. In der Stadt ist er inzwischen als der Punisher bekannt und muss die Wahrheit über Ungerechtigkeiten herausfinden, die nicht nur seine eigene Familie betreffen.